Wir sitzen hier in diesem traditionsreichen Stadion, was vorletzten Jahrhundert zumindest seine Grundlagen hat. Viele behaupten, dass dadurch, dass der Mannschaftssport enge Regeln hat, die das große Talent genauso binden wie den weniger effizienten, der deswegen so beliebt ist, weil es ein Gegenstück zu dem unerbittlichen Markt ist, in dem diese Regeln für besonders starke ja nicht gelten. Hast du das Gefühl, dass der Frieden und dein Engagement eigentlich auch im Sport selbst begründet ist oder kam das ausschließlich von außen? Ja, im Sport selbst begründet, das wäre jetzt eine Überhöhung der Angelegenheit. Also ich bin, ich habe persönlich in meinem persönlichen Werdegang die Erfahrung gemacht, dass der Sport, der Fußballverein, der Sportverein ja, mich aufgefangen hat, mir viel gegeben hat. Auch in Krisen? Wie eine Ersatzfamilie, weil ich dort als Kind, natürlich durch meine persönliche Vita, meine Mutter ist früh verstorben, ja, sowas wie einen Ersatzvater gefunden habe, weil ich dort ja, in einer kleinen Familie war, wo wir Sport getrieben haben, wo wir aber auch viel Freizeit miteinander verbracht haben und wo ich eben auch viel gelernt habe. Das ist einfach so. Mannschaftssportarten funktionieren nach Regeln. Und es werden auch bestimmte Werte vermittelt, wenn man die richtigen Leute hat, wenn man einen vernünftigen Trainer hat, der empathisch ist und der auch bestimmte Werte und Prinzipien lebt. Und wenn man auch in einem Verein ist, wo diese Dinge ja, gelebt werden, dann bietet so ein Sportverein, egal ob Fußball oder welcher Mannschaftssportart auch immer, eine große Chance, ja, eine gute Wirkung auf Kinder und Jugendliche zu haben. Also dieser einzigartige Verein St. Pauli mit seinen Antifa-Emblemen und so, das nehmen wir mal raus. War das in früheren Vereinen auch schon so angelegt? Nein. Also ganz so einzigartig sind wir jetzt nicht beim FC St. Pauli und es war auch nicht schon jahrhundertelang so, sondern das ist ja ein ganz normaler Fußballverein gewesen, 1910 gegründet. Und in den 80er Jahren hat das angefangen durch die Veränderung hier im Stadtteil, dass sich ja, bestimmte Leute hier auf den Weg gemacht haben, ins Stadion zu kommen. Das war doch erst ein Turnverein. Ein Jahrzehnte. Ich glaube schon im 19. Jahrhundert. Aber egal, ist ja nicht so wichtig. Nein. Es also kommt schon, glaube ich, aus der Arbeiterturnbewegung ein wenig, aber ich weiß es nicht. Das mag schon sein, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass der Verein im 20. Jahrhundert diese Ausrichtung hatte, die wir jetzt haben, sondern das gibt es seit Anfang der 80er Jahre, dass dort angefangen wurde, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Diese Leitlinien, nach denen wir jetzt arbeiten, gibt es auch erst seit 10 Jahren. Das war zwar vorher auch schon in der richtigen Richtung, aber seit 10 Jahren gibt es klare Leitlinien. Die Fans ist ja ein mitgliederbasierter Verein, die Mitglieder dem Präsidium, dem Verein vorgeben, in welche Richtung wir arbeiten wollen. Das hat was mit Sponsoren und so zu tun, das hat mit der grundsätzlichen Ausrichtung zu tun, wofür wir eigentlich stehen. Wir spielen nicht nur Fußball und treiben alle möglichen Sportarten, sondern wir stehen auch für Werte. Wir setzen uns, dieser Verein und seine Mitglieder setzen sich für viele soziale Projekte, ökologische Projekte, gesellschaftspolitische Projekte ein. Das haben wir aber auch nicht mehr exklusiv zum Glück, sondern es gibt immer mehr Vereine, die in eine ähnliche Richtung gehen. Es gibt in fast allen Vereinen mittlerweile CSR-Abteilung. Wir haben Vereine wie Werder Bremen, die seit langen, langen Jahren tolle soziale Arbeit machen. Eintracht Frankfurt, die ich nächste Woche auszeichne bei einem Kongress für ihr soziales Engagement, weil wir das vor 2 Jahren selber schon mal bekommen haben. Ob das Freiburg ist, ob das viele andere Vereine sind, die auch mit der DFL-Stiftung zusammenarbeiten. Also überall tut sich etwas. Und nicht nur in Vereinen, sondern auch in Unternehmen. Und das ist gut, dass man sich der sozialen Verantwortung bewusst ist. Aber es ist schon richtig, als Verein insgesamt gibt es das nicht so häufig wie hier beim FC St. Pauli. Aber wann ist es dir zum ersten Mal diese Ersatzfamilie oder kleine Familie eigentlich? Und der Trainer, der Werte vermittelt. Wann ist dir das zum ersten Mal begegnet? Ja, wie gesagt, in meiner Kindheit und Jugend. Bei welchem Verein? VfB Schlosshalde, dort wo ich groß geworden bin. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Das habe ich auch bei mir im Buch beschrieben. Ich war schon immer ein Rebell. wie das in der Jugendzeit gelaufen ist. Ich bin zwar in den Verein eingetreten,
der war bei mir direkt um die Ecke und die haben mich dann kicken sehen. Dann haben sie gesagt, mach doch hier bei uns mit. Das war erst schwierig, weil diese Tradition gab es bei uns in der Familie nicht. Und ein Vetter von mir, dem wurde sogar untersagt, in einen Fußballverein zu gehen, weil die Verletzungsgefahr zu groß sei. Der hat mich dann selbst zum Fußball gebracht. Und meine Eltern haben seinerzeit zugestimmt. Das war 7,5 Jahre alt. Meine Mutter ist dann leider gestorben, kurz bevor ich 12 wurde. Und dann hat mich das aufgefangen, muss ich sagen. Also diese ganze, mein Vater hat selbst auch kein Vaterbild gehabt. Er ist 1914 geboren. Sein Vater ist ein paar Monate später, da war er ein Kleinkind, im Ersten Weltkrieg gefallen. Das heißt, er hat gar kein Vaterbild gehabt. Mhm. Er hat uns versorgt, er hat nie die Hand gegen uns erhoben, da bin ich sehr dankbar für. Mhm. Aber der wusste auch nicht, was er mit uns machen sollte. Mhm. Und seine Schwester, die uns versorgt haben im Haushalt, naja, die hatten auch nie Kinder. Also es war ein schwieriges Umfeld. Es ist mir sehr gut gegangen, aber nicht auf einer emotionalen Ebene, wo du Liebe, Anerkennung bekommen hast und wo sich Leute um dich gekümmert haben. Das ist bei mir in der Schule passiert, aber vor allem im Verein. Mein erster Jugendtrainer, Manfred Schomburg, das war ein fantastischer Mensch, der Küchenbauer war, aber sich diese Verantwortung genommen hat und gesagt hat, ich will nicht nur den Kindern und Jugendlichen Fußballspielen beibringen, sondern ich forme eine kleine Familie. Und das ist das, was man braucht. Und das ist die Chance, die wir heutzutage haben, gerade bei diesen vielen, vielen Kulturen und Sprachen und alles, was wir mittlerweile in fast jeder Gesellschaft haben, wo ich über den Sport Menschen zusammenführen kann, wenn ich sie entsprechend unterstütze. Diese Unterstützung kann ich politisch nicht erkennen bei uns in Deutschland. Die Vereine werden alleine gelassen, im Gegenteil, es werden ihnen noch Steuerzahlungen aufgedrückt. GEMA-Zahlungen. Ich weiß nicht, was alles, anstatt da Geld hinzubringen, ziehe ich noch Geld aus den Sportvereinen ab. Es gibt sicherlich Vereine, die ihre erste Mannschaft mit leicht kleinen Zahlungen, die vielleicht nicht ganz sozialverträglich sind, ihre Spieler bezahlen wollen. Aber es ist doch ein Widersinn, dass ich diese Vereine nicht bis zum Geht nicht mehr unterstützen, weil dort wirklich Jugendarbeit passieren kann. Aber ist da nicht ein Unterschied zu, sagen wir so, Aktiengesellschaften und den Vereinen, die wirklich Breitensport betreiben? Also gibt es nicht welche, wo man zu Recht Steuern abfordert, weil die Allgemeinheit... Ich rede jetzt nicht von Profivereinen. Das meine ich jetzt. Ich rede von den Amateurvereinen. Das ist entscheidend. Ich rede von den Amateurvereinen, die ja, es ist für mich nicht nachzuvollziehen, dass man als Finanzamt hinter solchen Leuten herbin, was ist denn da? Und hier nochmal, und da 10, 20, 30.000, 40.000 Euro Steuern kann so ein Verein ruinieren. Ja. Und ich kann dann anschließend diese Jugendarbeit nicht machen. Das ist, da muss einfach der politische Wille dahinter stecken, zu sagen, Moment mal, da brauchen wir nicht so, im Gegenteil, da müssen wir Geld hinbringen, weil dort passiert Jugendarbeit. Das, was in den Schulen teilweise gar nicht mehr passieren kann. Genau. Wenn ein Lehrer vor 30 Kindern steht und erstmal darauf achten muss, dass er überhaupt die Ordnung aufrechterhalten muss, geschweige denn, dass er auch noch irgendwelche Werte vermitteln kann. Das passiert im Sportverein. Und da wird nicht genug unterstützt. Der DFB könnte viel, viel mehr Geld, wenn er es mehr von einer... Höflich gesagt... Wenn er es von der Nationalmannschaft ein bisschen mehr abziehen würde und in diese Richtung. Sie haben tolle Stiftungen mit der Sepp-Herberger Stiftung und mit der Regidus Braun Stiftung. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen eigentlich wir haben 20.000 Vereine, das ist also nur im Fußball. Und jetzt rede ich nicht von den anderen Sportarten. Das ist ein einmaliges System, das hast du in der Welt gar nicht. Wenn du woanders hinschaust, auch im Profifußball, das gibt dieses Vereinssystem gar nicht überall in der Form. Und dieses Vereinssystem gibt uns die Chance, Kinder- und Jugendarbeit zu betreiben. Machen wir aber nicht, weil wir es finanziell nicht ausschauen. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Das Geld haben nur nicht diejenigen, die am besten damit umgehen können. Du bist ja dann von dem kleinen Verein, dein reiner Amateurverein, irgendwann in den professionellen Fußball gewechselt. Was änderte sich da in Bezug auf den menschlichen Zusammenhalt? Oder änderte sich überhaupt etwas? Naja, ich habe das erste Mal weggeschoben, weil das war eigentlich gar kein Thema. Wir reden jetzt von den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, da war der Profifußball natürlich, hatte der nicht diese Bedeutung wie heute. Das war keine Medienzeit, das war keine Medienwelt, das Handy war kaputt noch. Aus der Cloud hat es noch geregnet. Das war noch eine andere Zeit. Und als ich Kind war, zum Beispiel Anfang der 60er Jahre, wo die Bundesliga gegründet wurde, das spielte gar keine Rolle. Du hast das nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe die Nationalmannschaft
ab und zu bei den Weltmeisterschaften oder Obermeisterschaften gleich mal damals ab und zu gesehen, aber dass das etwas mit mir zu tun haben könnte, das gab es gar nicht. Also für mich hatte dieser bezahlte Fußball mit mir persönlich gar nichts zu tun. Und von Bezahlung zu sprechen in der Zeit ist auch übertrieben, denn die Leute haben damals noch einen Job gehabt und sind irgendwie so nebenbei, haben die Fußball gekickt. Und als ich dann in den 70er Jahren es dann anfing, interessanter zu werden, waren auch noch nicht so unwertige Unsummen im Spiel, wie das heute der Fall ist. Also sind das Unsummen heute? Heute sind es Unsummen. Das kann man nicht anders sagen. Das kann nicht sein, dass ein Fußballspieler, wenn er einen guten Vertrag unterschreibt, nach ein, zwei Jahren finanziell ausgesorgt hat. Wo soll denn dann der Hunger herkommen? Und es ist auch, aber das haben wir ja nicht exklusiv im Fußball, das haben wir in vielen anderen Branchen auch, dass die Spitzenleute auf eine Art und Weise bezahlt werden. Das ist für mich schon obszön im Vergleich zu anderen Menschen, die sozial, das habe ich damals schon gesagt, vor 40 Jahren, als ich selbst gespielt habe, eine viel wertvollere Leistung vonbringen, als wir sie machen. Mhm. Auch wenn das, was wir tun als Profifußballer, naja, schon eine besondere Fähigkeit ist, aber es gibt auch andere besondere Fähigkeiten, die nicht entsprechend honoriert werden. Es ist ja gut, wenn Leute, die etwas Besonderes können, gut bezahlt werden, aber warum jetzt nicht 2-3 Millionen reichen und dann musst du 7, 8, 9 oder 10 oder 20 Millionen haben, das ist einfach nur lächerlich. Aber gut, wird schon seine Gründe haben, warum Leute so hoch bezahlt werden. Es ist ja auch das entsprechende Geld da. Aber wir könnten, wie gesagt, es auch für andere Dinge verwenden. Also das hatte für mich mit mir persönlich nicht so viel zu tun. Und deswegen hatte ich auch nie diesen Impuls, wie man das heute oft hört, ich möchte Profifußballer werden. Fußball war für mich Freude, Spaß, Ersatzfamilie, mit meinen Kumpels Fußball spielen und über die Dörfer fahren und am Wochenende spielen. Und als es dann soweit war, da habe ich erstmal gesagt, Moment mal, ich würde ja nie für Geld Fußball spielen. Dann habe ich umgedacht und habe gesagt, naja, vielleicht kann ich mein Studium damit finanzieren. Und dann habe ich mich doch entschlossen, nach Arminia Bielefeld zu gehen, habe dann aber auch sofort gemerkt, dass es eine andere Welt ist. Ich war erst gar nicht als Stammspieler vorgesehen. Dann bin ich in einer B11 rumgelaufen. Das kannte ich überhaupt gar nicht, dass so viele Spieler da sind, dass sich mindestens zwei Leute um eine Position kloppen. Dann war damals in den 70er Jahren eine sehr große Aggressivität im Rennen, dass ein Abwehrspieler dir ans Zeug wollte. Das kannte ich aus im Amateurbereich, aber nicht innerhalb der eigenen Mannschaft. Wo du dann plötzlich gemerkt hast, Moment mal, die treten dich ja um, weil du ein Konkurrent von ihnen bist, um in eine Position zu kommen. Der Umgangston war nicht so, wie ich mir das vorstellte. Also da bekam ich sehr, sehr schnell Mitte der 70er Jahre, als ich 74 bei Arminia Bielefeld anfing, eine Vorstellung davon, was da passiert, wenn es eben nicht nur Spaß, Freude und schöne Werte sind, um die wir da spielen oder mit denen wir es zu tun haben, sondern zum Geld geht. Du bist Sky-Moderator oder Diskutant, ich sehe dich jedenfalls. Experte, so heißt das, genau. Ja. Gehört die Bundesliga nicht ins öffentlich-rechtliche Fernsehen? Wenn du die Frage gestrichen haben möchtest, schneide es auch aus. Es gibt keine Fragen, die geschnitten werden oder denen man ausweichen müsste, weil... Das ist nicht Grundversorgung für eine Öffentlichkeit, die ja in vielen Fragen auch für diese Vereine die finanziellen Vorhaltungen, Polizeieinsätze etc. unterhält. Ja, da könnte man drüber nachdenken, dann wäre aber nicht ansatzweise so viel Geld im Rennen. Nein, weniger Geld im Rennen. Ja, viel, viel weniger Geld im Rennen. Das ist mein Deckel, ne? Ja, aber dieses Deckeln, wir leben ja in der globalisierten Welt. Viele der Probleme, die wir jetzt haben, ich sage immer gerne, das ist ein ungebremster Kapitalismus, seit wir die Globalisierung haben. Wir wollen die Mieten deckeln, warum nicht auch das öffentliche rechtliche Fernsehen an solche Grundversorgung machen? Ja, Grundversorgung ist alles schön und gut, aber es ist natürlich so, dass Fußball ist unser liebstes Kind und alle wollen mitmachen und konkurrenzfähig sein, wie das so schön heißt. Wir haben jetzt schon große Probleme mit der Premier League mitzuhalten, das haben wir letztes Jahr gesehen, im Europapokal. Alle deutsch-englischen Duelle gehen lang und klanglos gegen uns aus und das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn Leute gerne Top-Fußball sehen wollen, aber wir würden das so machen, wie du das jetzt vorschlägst, dann wird hier gar keiner mehr spielen in der Bundesliga. Die würden alle woanders hinlaufen, da wo es mehr Geld gibt. Das ist einfach so. Ja, die besten Spieler. Ja, die können das in den Verträgen regeln. Also wenn ein Spieler aufgebaut wird in Deutschland, kann er einen Vertrag unterschreiben, die ihn zumindest mal
für 10 Jahre, das ist dann auch nicht sittenwidrig. Also es darf nicht lebenslang sein, nicht unbefristet sein, aber mit einer Frist bindet an den Verein, der das meiste Geld in ihn investiert hat. Nein, vergiss es. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. Es ist einfach so, wir haben so viele Ideen, so viele Dinge, die wir versuchen im Wirtschaftsleben zu regeln. Und das Problem ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir unseren eigenen kleinen Kosmos hätten, dann können wir Regeln aufstellen, dann können wir etwas machen. Mhm. Aber wir würden im Konzernbereich, die Leute, das haben wir ja auch schon alles erlebt, die laufen dann dahin, wo es günstiger ist, wo es billiger, wo man billiger produzieren kann. Und Leute, die viel, viel mehr Geld verdienen können mit ihrer Fähigkeit, gehen dann eben auch woanders hin. Mhm. Das ist einfach so. Und am Ende des Tages glaube ich, dass dass wir global Regeln vorgeben müssen. Der Fußball interessiert mich dabei nur am Rande, muss ich ehrlich sagen. Du fragst mich jetzt auch. Ich will überall Regeln, tausend Zahlen. Ja, genau. Du fragst mich 1000 Fragen nach dem Fußball. Aber der Fußball ist nur eine Randerscheinung. Wenn man jetzt ganz politisch werden will, dann kann man sagen Brot und Spiele, so wie im alten Rom. Aber so ist es ja immer gewesen, dass der Sport eine Funktion auch hatte und hat. Es darf nur nicht, das habe ich als Spieler schon gesagt, es darf nur nicht zu viel werden. Es ist etwas Wunderschönes, ich liebe Fußball und ich möchte mir das nicht kaputt machen lassen von niemandem. Aber es darf nicht zum Lebensinhalt werden, zum alleinigen Lebensinhalt, weil, wie gesagt, so wie ein Beruf dazu da ist, dass man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht dazu da ist, dass man anschließend komplett müde und erschöpft und unbefriedigt und schlecht bezahlt und vielleicht auch noch überfordert nach Hause kommt. Dann haben wir die Situation, die wir im Moment haben, dass andere davon profitieren. Deswegen unterstützen wir das hier gerade beim FC St. Pauli mit mit Sponsoren zusammen, mit der Techniker Krankenkasse, das Projekt von Felix Finkbeiner, Plant for the Planet. Es gibt ja im Moment viele tolle Projekte, die versuchen, gegen den Klimawandel vorzugehen. Und das ist ja, der Klimawandel ist ja nur ein Ausdruck. Ein Ausdruck und ein Zeichen von dem, was wir hier seit langen Jahren, seit Jahrzehnten, meinetwegen schon seit 100 oder 150 Jahren, seit Beginn der Kolonialisierung haben, was wir hier vorfinden. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Teil des Engagements, den eigentlich jeder haben müsste. Und das hat mit dem, der Fußball ist dabei nur ein kleines Beispiel. Ich bekomme auch immer sehr viele Fragen von Journalisten, was ist denn im Fußball, Ablösesummen und hohe Gehälter und ich weiß nicht was, Brutalität und was ist ein Spiel. Ich muss ehrlich sagen, als ich Trainer war, war ich auch im Tunnel. Und dann, wenn ich mich so heute reden höre, wenn du bei Pressekonferenzen bist, dann denke ich, was für einen Schwachsinn erzählst du da eigentlich? Aber es ist eben so. Du kannst ja nicht den Fußball neu erfinden und ein Spiel zu analysieren, das ist vielleicht mal so und so und so, aber am Ende des Tages ist es immer das Gleiche und man ist drin in dem Tunnel, so gibt das gilt ja für jeden eigentlich auch. Aber der Fußball ist immer überhöht worden und im Moment, muss ich sagen, liebe ich es überhaupt als Experte über Fußball zu reden, aber es sind andere Dinge, die wesentlich wichtiger sind, die man auch im Fußball sieht, aber darum müssen wir uns jetzt im Moment kümmern. Und deswegen ist das für mich diese Diskussion über Fußball, was ist hier, was ist da, haben wir noch eine gute Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Ländern und was ist mit Regeln. Alles schön und gut, aber da, wo es hingehört, es gibt für mich im Moment wichtigere Themen. Trotzdem scheinen die Regeln und die Werte im Sport an sich dem Frieden näher zu sein als dem Krieg. Also wenn Menschen miteinander spielen, schießen sie nicht aufeinander, so simpel kann man das, glaube ich, sagen. Wann ist bei dir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass das, was so lauthals verschwiegen wird, lauter gesagt werden sollte? Also Sportler für den Frieden etc. Naja, in meiner Vita ist es ja so gewesen, ich habe schon immer mir über viele Dinge Gedanken gemacht, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, diese Meinung auch nach außen zu tragen. Und das habe ich im stillen Kämmerlein für mich ausgemacht. Und als ich meine Frau in Mönchengladbach kennenlernte, die sich in ganz anderen Zusammenhängen bewegte, ich kam ja vom Dorf, Mönchengladbach war keine Weltstadt, aber schon eine Großstadt. Und dort gab es, sie war gewerkschaftlich organisiert, es gab viele politische Initiativen. Wir reden von Ende der 70er Jahre, da gab es schon viele Bürgerinitiativen. Die Front.
Genau, die Friedensbewegung fing an, es gab die unterschiedlichsten Dinge. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die eben nicht nur eine Meinung hatten, sondern die sie auch offen und öffentlich vertreten haben. Dann habe ich gemerkt, dass da gar nicht so viele Leute hinhören. Es sei denn, es machen mal Prominente mit. Und ich war damals prominent, ich war bekannt. Ich war umgeben von zig Menschen, die viel mehr wussten über all die Themen und sich dort seit langen Jahren politisch betätigt hatten. Und ich habe dann Dinge kennengelernt, die mich entsetzt haben. Und wo ich dann gesagt habe, naja, dann möchte ich mitmachen. Und habe dann festgestellt, wenn ich etwas sage, was andere viel, viel kompetenter hätten sagen können. Aber da haben die Medien hingehört. Mhm. Und das erste war eine Berufsverbote-Initiative. Es gab ja damals diesen radikalen Erlass. Mhm. Das war ungeheuerlich. Damit hat damals die SPD viel Halt verloren in der Jugend, ja. wo alles so wunderbar anfing. Und auf einmal haben sie gemeint, sie müssen das unterstützen. Das war desaströs. Und dann habe ich mich da engagiert und habe alle Bundesligaspieler angeschrieben, da haben 15 zurückgeschrieben ungefähr. Mhm. Das war trotzdem fast wie eine Revolution. Eine Revolution, ja. dass die Fußballspieler nicht nur das machen, wozu sie vorgesehen waren, kicken und die Leute unterhalten. Auf einmal wollen die eine politische Meinung haben. Entsprechend waren die Reaktionen auch aus dem Süden Deutschlands, er soll den Mund halten und Fußball spielen, was der letzte Beweis war, dass es richtig war, was ich gemacht habe. Und so ging das dann los und so bin ich dann in die Friedensbewegung hineingekommen. Nicht, weil der Fußball zu dem Zeitpunkt prädestiniert dafür war, für den Frieden zu sein, sondern es war damals wirklich sehr brutal teilweise auf dem Platz. Die Abwehrspieler haben schon wirklich den Auftrag gehabt, bei der Ballannahme dich wegzupusten, damit du gar nicht erst in Ballbesitz kamst, und dabei konnten immer schwere Verletzungen passieren. Das haben wir zum Glück in den Griff gekriegt. Aber dieser Impuls über den Sport oder auch aus dem Sport heraus als Spitzensportler sich politisch zu äußern, der kam einfach daher, dass auch im Sport halt viele vernünftige Leute rumliefen, die etwas zu sagen hatten und etwas sagen wollten und gemerkt haben, naja, wenn wir den Arm heben, dann hören schon mal die Medien eher zu. Und was hatte man für eine Chance, eine politische Forderung damals publik zu machen? Entweder musstest du eine Unmenge von Menschen auf die Straße bringen. Riesengeld investieren. So, oder du hast halt Prominente dabei gehabt. Oder halt am besten beides. Ja. Weil wenn du Prominente dabei hattest, dann haben das andere auch gesehen. Die Zeitung ist geschrieben, es wurde publik. Man konnte damals nicht irgendeinen Tweet absetzen. Im Handy und plötzlich haben das Millionen Menschen gesehen. Ne? Also, und so ist das entstanden und darauf bin ich heute noch stolz, weil das war eine ungeheure Erfahrung zu sehen, dass doch jeder Einzelne etwas machen kann, weil das ist etwas gewesen, das hat mit wenigen Leuten angefangen und hat plötzlich eine riesengroße Strahlkraft entwickelt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für heute als Modell gilt. Es ist ja nicht so, dass sich gesellschaftliche Entwicklungen dadurch ergeben, dass plötzlich 60-70% der Bevölkerung etwas ganz anders machen, sondern es ist immer eine Minderheit, es sind immer 3-5% oder wie viele auch immer, die anfangen, etwas zu verändern, so wie es die Grünen damals angefangen haben oder andere in den Bürgerinitiativen. Und plötzlich, wenn ich jetzt so Anfang der 80er Jahre, die 80er Jahre Revue passieren lasse und schaue mir die Welt heute an, da sind viele von den Dingen, die wir damals angestoßen haben, die haben sich ja verwirklicht, die sind zum Teil des Alltags geworden. Du hast das Gefühl heute, wenn das große Kapital ruft, dann sind relativ viele Fußballer auf dem Plakat oder im Videoclip. Und wenn die CSU ruft, sind relativ viele Fußballer auch bereit, sich zu bekennen, dass sie die Partei im Wahlkampf unterstützen. Wenn Projekte des Friedens oder Projekte, jetzt sagen wir mal, zur Energieeinsparung oder irgendwas Ähnliches laufen, sind die Bereitschaften sehr viel geringer ausgeprägt. Liegt das an der Feigheit, liegt das an der Bezahlung, liegt das am Zeitgeist? Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du sagst. Also ich kann nicht erkennen, dass viele Fußballer die CSU unterstützen. Das habe ich noch nicht gesehen irgendwo. Und ich kann auch nicht erkennen, dass es so viele Projekte gibt, die wirklich Bundesligaspieler fragen, ob sie mitmachen wollen. Bewerbung, ich meine jetzt ganz kommerzielle Werbung.
Ja gut, in der Werbung wird auch nicht jeder gefragt. Da werden nur diejenigen gefragt. 90-95% der Leute haben nichts mit Werbung zu tun. Da sind ein paar Nationalspieler, das ist eine verschwindende Minderheit, die sich darum kümmert. Ich frage mich sowieso, warum wir diese Möglichkeiten der sozialen Netzwerke nicht viel offensiver nutzen, so wie die Werbung es nutzt für ihre Produkte. Wieso werben wir nicht für politische Ziele? Warum macht die Bundesregierung, warum machen die Parteien, warum machen Organisationen nicht viel mehr Werbung über diese Netzwerke? Wenn wir das Klima verändern wollen, wenn wir, dann muss man sicherlich einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel anstreben, dann müssen wir grundsätzlich andere Wege beschreiten. Das ist völlig klar. Aber im Moment werden wir die Welt nicht retten, indem wir jetzt 20, 30, 40 Jahre versuchen, alles zu verändern, sondern jetzt müssen wir konkrete Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel Bäume pflanzen. Diese Kampagne Plant for the Planet ist zu Unrecht viel zu unbekannt. Sondern Greta Thunberg macht eine überragende Arbeit mit all den Leuten, die da mitarbeiten, weil das Thema Klimawandel auf diese Art und Weise ins Bewusstsein der gesamten Weltöffentlichkeit gerückt ist. Aber wir müssen etwas tun. Und dann nur darüber zu reden, bringt nichts. Und auch nicht darauf zu warten, dass wir jetzt plötzlich alle Unternehmen und Regierungen davon überzeugen, dass wir ein anderes Verkehrssystem haben müssen, dass wir auf eine andere Art und Weise produzieren müssen, dass wir ihnen verbieten, die Ressourcen sinnlos zu verplempern, dass wir ein völlig anderes Kriterium als einfach nur Gewinne zu machen in den Raum stellen müssen. Das ist eine Entwicklung, die wir einleiten müssen. Aber für diese Entwicklung brauchen wir Zeit. Und diese Zeit können uns die Bäume bringen. 1000 Milliarden neue Bäume zu pflanzen, kann dazu führen, dass wir vielleicht mal 10, 20 Jahre Zeit haben, um etwas zu verändern. Denn das kann ein Viertel sämtlicher sich in der Atmosphäre befindlichen CO2-Ausstöße aufnehmen, absorbieren und uns da, und dadurch den Klima, also den Temperaturanstieg zumindest, eindämmen für eine gewisse Zeit. Abgesehen davon, dass diese Bäume natürlich auch regional für Arbeitsplätze sorgen, für viele andere Dinge sorgen, für die Natur gut sind. So. Warum gehen wir nicht her, dieser Felix Finkbeiner? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn bis vor einem halben Jahr auch nicht kannte. So, die Greta ist sofort bekannt. Der Felix ist seit 10 Jahren dran, als 9-Jähriger hat er schon angefangen. Mit 11 Jahren hat er schon vor den Vereinten Nationen gesprochen. Warum sehe ich so etwas nicht jeden Tag im Fernsehen? Wo ist unsere Regierung? Wo sind... Na, Greta sehen wir genug. Also. Greta ja, aber das hier nee, nicht. Das hier nicht. Den Felix sehe ich nicht mit seinen Bäumen. Wir könnten heutzutage, wir hätten schon seit langen Jahren die Möglichkeit, dieses Projekt sofort in die Tat... Mit dem Willen von vielen einzelnen Leuten, von Unternehmen, von Organisationen, von Gemeinden, von Ländern, hast du innerhalb von ein paar Monaten, könntest du diese 1000 Milliarden Bäume, für die es auf der Welt auch den Platz gibt. Das ist erforscht, es ist alles möglich für relativ wenig Geld. Natürlich kostet das Geld, aber es ist ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was dieser Klimawandel uns kostet und was diese ganze Umweltzerstörung uns kostet. So, das ist die Frage, die ich mir stelle. Wieso kann ich nicht den Fernseher anstellen und dann läuft jede Stunde so ein Clip darüber, wo die Menschen darauf gestoßen werden, was kann ich selber tun? Die Menschen sehnen sich danach, selber etwas zu tun. Ja, ja, das ist klar. Wenn ich etwas, das erlebe ich hier beim FC St. Pauli immer, die Menschen machen selbst etwas. Die Projekte, die wir hier haben, die sind deswegen erfolgreich, weil die Menschen sie selber machen. Wir haben hier einen Science Slam gehabt, da wurde eine App vorgestellt, auch mit der Techniker Krankenkasse zusammen, Netz gegen Plastik. Da waren 5, 6 tolle Projekte, Start-ups und wunderbare Wissenschaftsprojekte. Dann kommt eine Frau und sagt, wir haben eine App gemacht, von der Hallig vor St. Peter-Ording, nach der Sturmflut konntest du die Hallig nicht mehr erkennen. Es war nur noch Plastik. Dann haben wir eine App gemacht und jetzt kann man, natürlich geht dadurch der Plastik nicht weg, aber jetzt kann man über die App die Firmen, über so einen Barcode, kann man den Firmen eine Mail schicken, wir wollen diese
Verpackung nicht mehr. Der ganze Saal ist explodiert. 800 Leute hier oben im Ballsaal Süd explodiert und hat diese App gewählt als Gewinner des Science Slams. Und das meine ich damit. Und Bäume zu pflanzen, indem ich hier in die App gehe, klar, ich brauche eine Kreditkarte, das muss man auch noch verbessern, das werden wir demnächst sehen. Aber ich habe die Chance, jeder Einzelne hat die Chance, jeden Tag irgendwo irgendein Aufforstungsprojekt auf der Welt zu unterstützen, dass Bäume gepflanzt werden. Nur dann schaffen wir es, dagegen anzuarbeiten, was Bolsonaro in Brasilien macht, was viele andere irgendwo anders machen. Dagegen was zu tun. Dagegen was zu tun. Und das ist die Frage, stelle ich mir ganz einfach. Du hast es gerade gesagt, die Werbung... weil die das Geld haben, die bezahlen das Geld. Warum muss ich als öffentlich-rechtliches Fernsehen Geld dafür nehmen? Tja, kann Gehör, ich mal, die gehören doch zu nicht. Nein, dann kann ich, wenn, zumindest das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann hergehen und sagen, Moment mal, ja, klar. Das kann die Politik entscheiden und sagen, Moment, dafür wollen wir Werbung machen. Und dazu möchten wir die Menschen animieren und ihnen Handlungsmöglichkeiten geben. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dann kann jeden Tag sowas laufen. Nein, ich muss mir jeden Tag irgendeinen Schwachsinn anschauen. Nur eins wird auf Dauer nicht funktionieren, das öffentlich-rechtliche Fernsehen macht die Clips, für die ihre Konsumpraktiken verändern und das Privatfernsehen an die Bundesliga. Es wäre schon gut, wenn es durchmischt würde. Wenn ich zart andeuten darf, was ich damit meine. Aber nur ja gut, aber da, ich meine, ich kann ja nicht, wenn ich so einen offenen Wettbewerb habe, dann wäre für mich eine Verschleuderung von Steuergeldern, wenn ich so viel Geld in das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist wirklich dazu da, mit dem politischen Auftrag die Menschen zu informieren. Das braucht auch Quote. Und wenn sie heutzutage die Rechte haben wollen, dann müssen sie so viel Geld verplempern, was wir woanders besser gebrauchen können. Also ich glaube nicht, dass dass uns das nach vorne bringt. Ich habe doch nur zart angedeutet. Aber ja, ich weiß, dass ich möchte schon, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen überlebt. Und das kann es ja, nicht nur, indem es zu besserem Konsumverhalten aufruft, sondern auch indem es in der Unterhaltung und im Sport mithalten kann. Sonst überlebt es nicht. Also ich will es nur sagen, ich gucke auch Privatsender, ich gucke dich auf Sky. Aber ich möchte auch, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen überlebt. Das ist seit meiner sozialdemokratischen Zeit so eingefärbt. Das ist völlig klar. Das ist völlig richtig. Vielleicht eine kurze Erinnerung an die Zeit, in der wir uns kennenlernten, 84, Sportler für den Frieden. Ich rätsel immer, war das Krugerhalle oder Westfalenhalle? Keine Ahnung. Weiß nicht mehr genau. Beides war eine große und wir haben es auch dann am Ende vollgekriegt und es war mühsam. Also Sportler für den Frieden war zum ersten Mal in der Westfalenhalle. In der Westfalenhalle. Dann ist das 84, genau. Westfalenhalle, ich weiß. Internationales Sport- und Spielfest in der Westfalenhalle. Ich hatte gerade 1000 Mal berührt geschrieben und der Erfolg von Klaus Lage machte auch die Westfalenhalle ein wenig voller dafür. Das war während des Kartenverkaufs, stieg das Lied hoch und wir hatten Glück, weil es war am Anfang schleppend mit dem Verkauf. Und die Stars waren am Anfang auch noch nicht alle da. Wir kamen da das. Jetzt heute Sportler für den Frieden oder Frieden. Der Krieg ist ein Klimakiller Nummer 1. Rüstungsexporte sind Klimakiller Nummer 1. Richtige Klimakiller. Das wird ein bisschen auch weggelassen. Und also was der an Nuklearmunition auf den Kosovo runterging, was er auf Irak runterging bei den Kriegen und so weiter. Das ist nur ein Aspekt davon. Es droht ein richtiger Irakkrieg. Vor 4 Tagen haben Herr Johnson und leider auch Frau Merkel und Herr Macron dem Saudi-Arabien, einem Land, wo Menschen öffentlich gekreuzigt und gesteinigt werden, die unverbrüchliche Solidarität verkündet. Und sie wussten schon wieder ganz genau, wer die Drohnen abgefeuert hat auf diese Ölanlage. Es droht ein richtiger Iran-Krieg. Ist es nicht wieder Zeit für eine neue Friedensbewegung? Ja, es ist richtig. Es ist so ein Krieg und Frieden, Friedensbewegung ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil wir uns gerade nur mit dem Klimawandel beschäftigen und sagen, naja, also wenn wir das nicht machen, dann brauchen wir uns über andere Dinge keine Gedanken mehr zu machen. Und das ist auch richtig so. Diesen Aspekt habe ich sicherlich nicht immer und hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm, was eigentlich mit unserem Klima passiert in den Gegenden, wo Bomben geschmissen werden, wo natürlich die Natur komplett zerstört wird. Und Vietnam, heute noch. Ja, na, also das ist völlig klar. Wir haben damals schon immer gesagt, und ich glaube, das ist genauso schlimm, nicht nur diese Naturzerstörung, die du damit im Grunde genommen flächendeckend machst,
sondern vor allen Dingen auch dass du die ganzen sozialen Strukturen dort zerstörst. Es ist ja kein geregeltes Leben mehr möglich. Selbst wenn ich jetzt die Natur nicht zerstören würde, aus Kriegsregionen laufen die Leute weg. Jegliche Entwicklung. Machen die Wirtschaft nicht mehr. Sie werden nicht mehr, genauso. Die Menschen fliehen. Mhm. Was ist mit Syrien? Mhm. Und sie kommen zu uns. Mhm. Und hier kommen irgendwelche Leute, die gar keine Syrer sehen. Mhm. Und sagen, warum sind die Syrer denn? Warum sind die Syrer hier? Anstatt sie aufzunehmen und ihnen zu helfen. Was ja genügend Leute machen. Also es ist alles miteinander verbunden, muss ich einfach sagen. Und in der heutigen Zeit, natürlich muss ich aufpassen, dass ich das nicht irgendwo Leute, wir können das Militär leider nicht komplett abschaffen, weil diejenigen, die dann die Waffen haben... Nicht komplett, aber wir können die Abrüstung etwas verschärfen. Das ist völlig klar. Naja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber es ist ja leider, diese Waffen gibt es im Orbit wir müssten uns international einigen darauf, wer die Macht darüber hat. Aber da werden Gewinne gemacht, riesige Gewinne. Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist, mehr als im Fußball und sonst wo. Ja, es ist desaströs. Es ist für mich ein absolutes No-Go, dass ich es in der heutigen Zeit erlaube, Waffen zu produzieren. Unabhängig davon, dass in den USA jeder Zweite mit einer Knarre über die Straße läuft und irgendwelche Leute erschießt, ist das für mich... Ein derartiger Anachronismus, dass ich es nicht mehr nachvollziehen kann. Das gehört einfach verboten und es muss ganz klare Regeln geben, wer bewaffnet sein darf und wer etwas machen kann. Das ist natürlich die Schwierigkeit, so wie wir es bei der Globalisierung genauso sehen. Irgendwo versteckt sich einer und alle haben Angst davor, naja, wenn die Leute mit ihren Waffen anmarschiert kommen, dann können sie ganze Länder unter Kontrolle bekommen. Also es ist rein ideologisch oder ökonomischer. In jeder Beziehung ist es ein absoluter Anachronismus und es ist völlig klar, dass so etwas nicht geht. Aber wie gesagt, die Kapazitäten von uns Menschen sind ja auch begrenzt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle hier hauptberuflich, so wie ich das jetzt machen kann, hauptberuflich mich darum kümmern kann. Ich bin jetzt nicht mehr im operativen Geschäft als technischer Direktor. Ich kann mich um die Repräsentanz des Vereins kümmern. Ich repräsentiere unsere ganzen Projekte. Ich bin auf Konferenzen, auf Podiumsdiskussionen. Ich halte Vorträge. Ich mache Interviews. Aber die meisten Menschen müssen ja auch, sind in ihrem Tagesablauf verhaftet. Sie müssen in dem bestehenden System funktionieren, was schon schwer genug ist, und dann auch politisch aktiv sein. Ich bin froh über jeden, der vielleicht schon raus ist aus dem System, im Rentenalter ist und etwas tut und sich beschäftigt. Aber ich bin auch froh für jeden, der bezahlt, beruflich sich darum kümmert, dass sich etwas verändert. Das ist auch so für mich ein komplett krankes Argument, wenn ich sehe, wie oft Leute, die wirklich gute Dinge unterstützen, wie oft denen die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird, aber der verdient doch Geld damit. Ja. Im Gegenteil, ich bin froh. Ja. Ich bin froh, wenn jemand Geld damit verdient. Also wir hören das Argument für dich. Wir, 720 Bundesabgeordnete, bekommen weniger Geld insgesamt als der kleine Vorstand der Deutschen Bank. Wir sollen die kontrollieren. Wir sollen die Deutsche Bank kontrollieren. Also nur als Hinweis, wenn die Leute sagen, die Parlamentarier kriegen so viel Geld, die Leute kriegen so viel Geld für ihr Engagement. Ich will nicht die Politiker reinwaschen, überhaupt nicht. Ich will nur das Argument mal wegnehmen, wenn wir das Parlament verkleinern, haben wir die Demokratie gestärkt. Aber noch eine letzte Frage. Kriegst du persönlich Gegenwind und Drohbriefe von rechts für dein Engagement? Hat das zugenommen, hat das abgenommen? Bisher zum Glück überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht, obwohl ich mich ganz klar positioniere. Und das ist auch ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich komplett kompromisslos bin und wo ich auch von unserem Staat erwarte, dass er absolut kompromisslos ist. Mhm. Das ist mir alles zu wenig, was dort passiert. Ich glaube, dass es viele Feinde unserer Grundordnung gibt und unserer Demokratie. Das würde jetzt zu weit führen. Vor allem des Grundgesetzes, dieses wunderbaren Grundgesetzes. Und des Grundgesetzes, das ist völlig klar. Das gehört an allererster Stelle dazu, der Rechtsextremismus.
Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Bereich und wir sehen ja, wo wir mittlerweile gelandet sind, dass sogar Politiker nicht nur Drohbriefe bekommen, sondern sogar ihres Lebens bedroht werden oder sogar oder umgebracht werden. Das ist ungeheuerlich, für mich ist das ungeheuerlich, nicht nachzuvollziehen, aber es ist auch irgendwo, hat sich das entwickelt über die Jahrzehnte. Warum? Genau. Gerade in dem Bereich, dass man nicht so genau hingeguckt hat. Ja. Dass man nicht genau hinguckt und hat das nie so richtig ernst genommen. Ja. Aber die Gewaltbereitschaft auf dem Sektor war immer da und wir haben seit Jahrzehnten haben wir Hunderte von Toten auf dem Bereich. Und es wird nicht angemessen reagiert. Aber das müssen wir jetzt tun. Ich glaube, dass der Zeitpunkt überschritten ist, dort entsprechend da zu sein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt genau in diesen Bereich hineingehört, aber wenn ich das Urteil sehe von dem Landgericht in Berlin bezüglich Renate Künast. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Das ist nicht nur bemerkenswert. Bedenklich. Das ist der höchst bedenklich. Das ist, wir sollten keine Richterschelte machen, aber vielleicht sollten die Richter auch mal in sich gehen. Doch, ich glaube, da müssen wir ganz große Richterschelte betreiben, weil das hat mit Rechtsprechung nichts mehr zu tun, was dort vom Urteil gesprochen wurde. Herzlichen Dank.